Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang ist es her, dass das letzte Video online gekommen ist. Dafür geht es jetzt aber direkt mit einem Banger hoffentlich weiter. Ihr seht es hinter meiner Schulter. Da unten ist alles voller Nebel. Ich bin gerade auf dem Roten Fels. Ich hatte eigentlich heute was anderes vor, war eigentlich was anderes geplant, weil normalerweise wollte ich auf einer Brücke stehen, die irgendwo da unten jetzt komplett in der Suppe ist, weil ich eigentlich nur mit leichten Bodennebel gerechnet habe, beziehungsweise darauf gehofft habe. Sah auch in den Modellen mehr nach Bodennebel aus. Aber gut, ich meine, das ist ein Flusstal hier, ne? Also da unten fließt die Nahe. Und da ist es natürlich immer noch mal bedeutend feuchter als irgendwo auf dem Feld, sage ich jetzt mal. Weil wenn man ein bisschen in die Ferne guckt, sieht man, da ist dieser Bodennebel, mit dem ich eigentlich gerechnet habe. Aber hier, genau vorm Roten Fels, ist halt alles komplett in der Suppe. Aber ey, ich beschwere mich nicht, weil das sind einfach für hier oben vor allen Dingen, sind das einfach die perfekten Bedingungen. Die hatte ich letztes Jahr schon mal. Da war auch echt sogar noch mehr. Aber ich finde es heute sogar besser, weil da teilweise die Landschaft noch durchkommt. Und gleich, wenn die Sonne aufgeht, also ich glaube, wir sind jetzt so 10 Minuten vor Sonnenaufgang, dann scheint da natürlich das schöne warme Licht rein. Und dann hoffe ich einfach, dass man da schöne Stimmungen einfangen kann. Es wird wahrscheinlich heute ein sehr teleobjektivlastiges Video, weil für Weitwinkel fehlen ein bisschen die Wolken. Also die Wolken oben, nicht die Wolken unten. Eine einzige ist tatsächlich da oben, die sich gerade auch ein bisschen verfärbt, aber das ist, glaube ich, zu wenig. Ich gucke jetzt mal, von wo aus ich fotografiere, ob ich jetzt zum Hauptaussichtspunkt gehe oder ob ich jetzt hier schon auf dem Weg irgendwo bleibe. Weil hier blühen auch überall Blumen am Wegesrand. Und vielleicht mache ich auch wieder ein zweireihiges Panorama, dann wird es doch ein Weitwinkelbild. Weil ich will versuchen, auf jeden Fall irgendwie die Blumen mit reinzubekommen. So. Genug gelabert für den Anfang. Ich melde mich später nochmal. Ich probiere jetzt erstmal hier schon mal ein erstes Testbild zu machen. Die Sonne ist jetzt gerade am Aufgehen und ich habe meinen Panoramaspot gefunden. Ist eigentlich echt ganz cool. Ich führe euch einmal kurz durchs Motiv durch. Und zwar, hier habe ich die Kamera, Hochkantmotiv natürlich für Panorama. Und hier im Vordergrund blühen so ein paar Blumen noch. Sehr, sehr, sehr cool. So lila Farben. Und das gibt halt einen sehr schönen Kontrast, auch mit dem generellen Farbton des Vordergrunds. Es sind sehr viele Brauntöne, sehr viele Grüntöne, dann das Grau von den Steinen und im Hintergrund dann eben dieser Anblick. Und die Sonne ist gerade am Aufgehen und ich warte jetzt eigentlich nur drauf, dass das erste Licht hier hinten diese Hügelkuppe quasi trifft und dann wir so ein, ja, mehr oder weniger Alpenglühen, in Anführungszeichen, an diesen Hügeln im Hintergrund haben. Und dann mache ich noch schnell das Panorama. Dann habe ich schon ein Zielbild, was ich gar nicht wusste, dass es ein Zielbild von mir ist, in der Tasche. Und dann packe ich das Teleobjektiv drauf, weil hier sind überall einfach super, super kleinräumige Szenen, die man halt mit dem Weitwinkel überhaupt nicht einfangen kann, aber die auf jeden Fall perfekt fürs Teleobjektiv sind. Und gerade jetzt, wie gesagt, wo die Sonne dann rauskommt und das Licht noch mit reinkommt. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. So.
So, jetzt kann ich euch auch mal ein Teleobjektivbild mal zeigen, beziehungsweise das Motiv mal ein bisschen näher bringen. Man schaut hier in, ja, wie so ein Tal hier hinten rein, ne? Und wir haben hier auf dem Hügelkamm noch eine Burg, das sieht man jetzt im Video schlecht, aber ihr werdet es gleich im Bild ja sehen. Und im Vordergrund haben wir hier so eine, ja, Hügelkuppe quasi, wo genau die Bäume oben rausgucken. Und das im Vordergrund mit dieser Burg quasi hinten links drin, also fast im goldenen Schnitt perfekt. Warte mal, mache ich doch gerade mal direkt noch ein Bild, weil so gut wie eben, wie jetzt gerade, hat das auch noch nicht rausgeschaut. Und ja, das Licht fängt jetzt gerade an, in den Vordergrund reinzuleuchten, also genau auf diese Bäume, die da perfekt aus dem Nebel rausgucken und auch überhaupt nicht mehr im Dunst drin sind, sondern wirklich komplett klar und sehr kontrastreich aus dem Nebel rausgucken. Und das ist einfach sehr, sehr cool. Und der Hintergrund wirkt wie so ein Gemälde ein bisschen, weil wir da nur so Dunst haben, so ein paar leichte Nebelschleier und das dann alles so ein bisschen pastellig ist, so ein bisschen, ja, quasi wie ein Gemälde einfach. Und das ist ein mega, mega cooler Kontrast. Wir haben Windräder im Hintergrund, die werde ich wahrscheinlich in Photoshop rausmachen, weil, ja, finde ich jetzt nicht so ästhetisch hier bei dem Motiv. So, manchmal lasse ich sie drin, aber hier passt es irgendwie nicht so, finde ich. Und was man jetzt auch schon sehen kann, mal gucken, ob ihr es im Video seht. Ups, Hilfe. Da ist die Ebernburg und die bekommt jetzt auch Licht. Deswegen werde ich jetzt gleich einfach hier auf den Aussichtspunkt gehen. Da habe ich dann einen perfekten Blick auf die Ebernburg drauf. Und wenn die jetzt dann im schönen goldenen Licht ist, ist das auf jeden Fall auch noch ein cooles Motiv. Konnte ich letztes Jahr auch schon fotografieren. Sogar teilweise ein bisschen besser, weil, wie gesagt, ein bisschen mehr Nebel war. Ja, mal schauen. Das Bild blende ich euch dann vielleicht auch nachher ein. Aber jetzt seht ihr erstmal dieses hier. Ja, bei dem Motiv muss ich auch sagen, dass mir das Bild von letztem Jahr dann doch deutlich besser gefällt. Ja, letztes Jahr war auf jeden Fall mehr Nebel da, der auch das Tal bis zum Ende quasi komplett ausgefüllt hat. Man hat dadurch den Ort im, ja, Mittelgrund, sage ich mal, und den Ort im Hintergrund gar nicht gesehen, weil der komplett unter den Wolken war. Und die Lichtsituation war ein bisschen besser. Also ich glaube, das Bild habe ich einfach ein bisschen später gemacht, als die Sonne dann schon über den Hügelkuppe hinausgekommen ist. Und ja, allein der Fakt dadurch, dass der Nebel eben deutlich dichter war und deutlich mehr vorhanden war und wirklich nur die obersten Kämme von den Hügeln quasi herausgeschaut haben, hat man so eine Layerbildung und so eine leichte Zickzackkurve quasi, die der Nebel dann beschreibt. Und das im Kontrast hat einfach irgendwie besser funktioniert als heute. Aber ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Bild euch besser gefällt, das von heute oder das von vor einem Jahr. Ganze Weile wieder hier an dem Aussichtspunkt, den ich euch eben schon gezeigt habe, schön vorne auf der exponiertesten Stelle hier beim Roten Fels. Und wie ich schon vermutet habe, die Ebernburg ist heute ein bisschen schwierig zu fotografieren, weil der Nebel doch ein Ticken zu hoch ist und immer wieder direkt vor die Burg zieht. Aber wie gesagt, da habe ich mein Zielbild ja quasi letztes Jahr schon bekommen und das blende ich euch hier einfach mal ein. Ihr dürft mir dann gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Bild gefällt. Hier jetzt, wo die Sonne gerade am Aufgehen ist, jetzt schon ein ganzes Stück aufgegangen ist, haben wir so einen coolen Schattenwurf, den kann ich euch jetzt hier mal zeigen. Wir haben hier so ein paar, ja, wie so Peaks quasi. Und da scheint die Sonne durch und wirft jetzt den Schatten auf den Nebel drauf. Und beziehungsweise die Sonnenstrahlen dann auf den Nebel. Und das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ist zwar auch eine sehr schwierige Lichtsituation, weil halt der Nebel im Hintergrund einfach gleißend hell ist. Und durch die Gegenlichtsituation natürlich der Felsen im Vordergrund einfach komplett dunkel ist. Also müssen wir hier auf jeden Fall auch wieder eine Belichtungsreihe machen.
Aber ich könnte mir vorstellen, das sieht sehr, sehr nice aus. Deswegen davon mache ich jetzt noch ein Bild. Und danach überlege ich, ob ich dann doch nochmal runtergehen soll, wo ich eigentlich heute Morgen ursprünglich hin wollte. Und da dann schaue, wenn der Nebel sich auflöst, ob man mit den Bäumen vielleicht noch ein bisschen mit auch mit den Nebelstrahlen und mit den Sonnenstrahlen dann im Nebel was machen kann. So, wie vorhin schon angekündigt, bin ich jetzt nochmal runter in die Rheinauen gefahren. Ich habe übrigens oben auf dem Roten Fels den guten Marc aufgegabelt. Der läuft jetzt gerade da hinten. Dem werde ich auch gleich nochmal folgen. Grüße gehen raus an dich. Er hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke seinen Kanal unten in in der Beschreibung und auch nochmal hier oben. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier unten in den Naheauen. Ich wollte schon Rheinauen sagen. Nee, Naheauen. Und es ist eigentlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Nebel fängt jetzt langsam an, sich aufzulösen. Wir haben noch sehr viel Dunst. Die Sonne steht leider schon einen Ticken zu hoch. Also man hätte vielleicht so eine halbe Stunde früher hier sein müssen. Aber ja, man kann halt nicht überall gleichzeitig sein. Das funktioniert dann halt doch nicht. Jedenfalls, wir haben halt, ich zeige euch gerade mal mein eines Motiv. Wir haben halt hier überall diese einzelnen Bäume, die hier stehen. Und das mit dem Teleobjektiv. Ich hoffe, man kann es sehen, trotz Spiegelung. Sieht halt sehr, sehr cool aus. Was ich mir halt vorgestellt hatte, ist, wenn die Sonne halt noch ein bisschen niedriger ist und die scheint dann quasi von hinten in den Baum rein, dass man dann halt eben diese tollen Nebelstrahlen, also Sonnenstrahlen eben im Nebel hat. Da kann ich euch mal ein Bild einzeigen. Bild einzeigen. Leute, das ist echt schwierig, wenn man so früh aufsteht mit dem Reden. Bild einblenden von der Mehlinger Heide von vor ein paar Jahren. Ich glaube, 2019 war das. Und da waren genau diese perfekten Bedingungen. Und ja, das blende ich euch jetzt mal ein. Genau das hatte ich eigentlich auch hier mir erhofft. Aber ich beschwere mich gar nicht. Oben auf dem Roten Fels alleine schon war es halt perfekt. Und jetzt hier unten nochmal die Lichtsituation ist trotzdem immer noch cool. Und ich weiß, dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Also, wenn das nächste Mal nochmal so eine Nebellage ist, dann werde ich auf jeden Fall direkt hier runterfahren und hier in die Naheauen gehen, weil ja, es ist einfach eine mega coole, mega schöne Landschaft. Ja, und der Nebel fängt jetzt gerade wirklich an, sich komplett aufzulösen. Deswegen werde ich jetzt noch mal auch ein Stück weiter nach vorne gehen und gucken, ob ich da noch was Letztes machen kann. Wenn das geglückt ist, blende ich euch das Bild hier ein. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, das nächste Video wird jetzt nicht wieder fast 2 Monate dauern, bis ich es hochladen kann. Und ja, gebt dem Kanal gerne ein Abo, dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.